Und ich kann keine weiteren Häuser bauen. Naja, ich kann ja nur 10 Häuser bauen, okay. Das heißt, ich brauche hier doch das Dorfzentrum, wenn ich meine Bevölkerung weiter anheben will. Und man sieht, wie die Truppen auch rauskommen. Sogar meine Toxoti haben jetzt Schilde. Oder meine Toxoten. So, das heißt Dorfzentrum. Erhöht die Lebenspunkte angeschärfte Reifweite der Dorfzentren, die dann jeweils 5 zusätzliche Einheiten unterstützen können. Das ist eigentlich ganz nice. Das hätte ich auch noch erforschen sollen. Aber ich denke mal, wir kommen damit klar. Wenn wir nämlich dann stürmen, werde ich einfach meine Leute alle in Bronze-Menschen verwandeln. Klingt komisch, ist aber so. Ja, der letzte Toxoti kann nicht ausgebildet werden. So, noch eine Hydra. Oder 2 hinterher. Machen wir mal eine. Na, guckt mal. Jetzt greifen mich sogar schon die Physics, die von Physikus an. Als ob die irgendeine Chance hätten. Also da brechen die auf keinen Fall sehr schnell durch. So. Dorfzentrum verbessern. Dorfzentren verbessern, besser gesagt. Meine Schiffe holen den Pegasus hier wieder runter. Und ich brauche eigentlich noch wenigstens 2 Katapulte, bevor ich angreifen kann. So. Truppen habe ich jetzt genügend. Jetzt fehlen mir wirklich nur noch die Belagerungswaffen. Das heißt, du gehst Gold sammeln. Ja. Die kosten 3. Also bilden wir wirklich mal 2 Stück aus. Ich könnte theoretisch auch noch einen Marktplatz bauen. Da könnte ich mir meine eigenen Karawanen schicken. Aber im Augenblick nicht. Im Augenblick ist eigentlich alles so, wie es ist, ganz gut. Ich mache jetzt erstmal meine Trupps. Mythische Einheiten, Hydren, Helden. Das ist eigentlich jetzt falsch gelaufen. Du kommst auf die, du kommst auf die, du kommst auf die und dann brauchen wir noch die Belagerungswaffen. So. Ja, wir haben wirklich jetzt ziemlich hohes Bevölkerungslimit, merke ich gerade. So, alles weitere ist eigentlich nicht wirklich wichtig. Wir könnten noch hier unsere Gebäude verstärken noch einmal. Und dann war es das eigentlich. Und ja, wie ich sagte, jetzt werden wir Trirem verlieren. Also am besten nochmal 2 neue. Wir könnten auch einfach mit Belagerungsschiffen dir ihren Hafen einreißen und gut ist. So, Belagerungswaffen. Wir könnten, glaube ich, ja, wir hätten ins, mythische Zeitalter noch voranschreiten können, aber nö, wofür? Hätten wir halt noch die letzten Verbesserungen, Eisenwaffen und so, brennendes Pech. Münzprügung. Erhöht die Geschwindigkeit von Karawanen, ja. Aber nee, das Zeitalter reicht eigentlich völlig aus. Für die Mission jedenfalls. Wir haben ja jetzt schon Armee. So, wir haben schon Armee, wir haben Belagerungswaffen. Und wir haben noch die Bronzehaut. Die verdammt lang hält eigentlich. Also nichts, worum wir uns Sorgen machen müssten.
Sprenge, έτοιμη. Η σμάχη. Πρόσταγμα. So, genau, der Feind versucht jetzt hier durchzustürmen und uns anzugreifen nochmal. Damit kommen wir aber mehr als klar. So. Schicken wir mal alle Truppen hier durch. Okay, die haben den Waffenstillstand beschworen. Das heißt, wir müssen jetzt mal einen Moment lang warten. Theoretisch könnten wir einfach... Ne, wir können glaube ich nicht hier einfach durchlatschen, oder? Ne. Wir müssen jetzt halt einfach warten. Da sieht man schon, stehen Festungen herum. Das heißt, sobald der Waffenstillstand kurz vorm Ablaufen ist, werde ich meine Bronze beschwören. Warten wir einfach mal. Waffenstillstand ist Hermes. Das heißt, sie könnten Kentauren haben, also Zentauren. Komm. Lauf. Ab. So. Die Licht wollen unseren Marktplatz zerstören. Wenn wir unseren Handel verlieren, kommt uns das teuer zu stehen. Ja, euren Marktplatz habt ihr jetzt aber schon verloren. Wir müssen unsere Handelskarawanen schützen. So, du reißt das Tor ein. Und ihr bombardiert bitte die westliche Verteidigung. So, das Tor ist durch. Also Angriffsbefehl. So, Verteidigung, Belagerungseinheiten greifen die Festung an. Die ist nämlich ein Dorn in unserem Auge. Während alle anderen versuchen... Ah, die Toxoti, die Toxoten rennen einfach mal wild durch die Gegend. Während alle anderen sich um die Einheiten kümmern, die gegnerischen, die noch im Weg stehen. So. Angriff auf das. Atlanta und Odysseus greifen unser Haupttor an. Haltet durch. Troja wird niemals fallen. Das Tor ist zerstört. So, das ging irgendwie schnell. Gut, wir können gleich ins nächste Szenario. Mission 5. Benachrichtigt Ajax, das Tor ist zerstört. Er muss sich in Bewegung setzen. Herr, die Trojaner greifen das Lager an. Ajax ist umzingelt. Was? Odysseus, wir müssen sie retten. Okay, mit meinen paar Truppen. Wir müssen das Tor aufgeben, uns bleibt Was keine Wahl. Ali? Wir müssen Ajax retten. Vorwärts! Jupp. Haltet Was aus, Ajax. Meine Hopliten sind unterwegs. Ja, die Mission starten wir schon im heroischen Zeitalter, was schön ist. Das heißt, die leichten Einheiten des Gegners hier sind kein Problem für uns. Hab Dank, mein Freund. Lasst uns die Truppen in eurem Lager neu sammeln, Ajax. So, ja, das Tor ist nicht nur aufgegeben. Die haben es jetzt, glaube ich, auch sogar zum Einsturz gebracht. Wenn ich richtig weiß.
Nein, es ist noch offen eigentlich. Dann bringen sie es etwas später zum Einsturz. Auch gut. So, wir wissen schon mal, wir haben hier einen Durchgang, den wir sichern sollten. Und hier sind Ruinen. Ruinen schreien immer so zu so nach Artefakten. Ja. Genau, wir haben hier eine Reliquie. Büchse der Pandora. So. Okay, das Schwein da wird gleich geschlachtet. Auch schön. Dann erforschen wir am besten gleich mal die Mastzucht, sobald wir das Holz dazu haben. Und kümmern uns erstmal um die Hippie-Cons hier. Ja, da hinten ist unser Marktplatz. Und hier unten ist Agamemnons kleines Dorfzentrum. So, das heißt, um schneller an Gold zu kommen. So, Mastbetriebe erforschen. Dann brauchen wir einen Tempel. Für den wir immer noch nicht genug Holz haben. Jetzt aber. So, unser Ziel ist es diesmal. Also erstmal. Besiegen Sie die Kavallerie, die Ajax angreift, führen Sie Arcanus und ihr Heer zu Ajax Dorfzentrum. Binden Sie eine schlagkräftige Armee aus und zerstören Sie alle Gebäude im Bereich des trojanischen Brückenkopfs. Ja, also Troja hat außerhalb der Mauern ein Armeelager heimlich hochgezogen, wie man sehen kann. Und das sollen wir zerstören. Ja, genau, hier steht's. Troja hat heimlich einen Brückenkopf außerhalb der Stadt errichtet. Bevor Sie Troja belagern können, müssen Sie zunächst diese Bedrohung aus dem Weg räumen. Die Trojaner könnten außerdem versuchen, zusätzliche militärische Einrichtungen in der Nähe ihres Lagers zu errichten. Verhindern Sie dies. Anmerkung: Es könnte sich als nützlich erweisen, mehrere Routen zum gegnerischen Brückenkopf zu kennen. Schwerpunkt Karawanen. Ich mag es eigentlich nicht, wenn ihr alle so aggressiv seid. Ihr sammelt Holz erstmal. Achso. Das ist jetzt blöd. Ich habe gerade meine Nahrungssammler zum Holzsammeln geschickt. Während ich darauf warte, dass die Schweine dick werden. Das Problem ist halt, ich krieg hier keinen Hafen. So, Feldarbeit, dass ich schneller. Und ich habe ziemlich viel meiner Nahrung ausgegeben. So, du kannst jetzt das Ding mal absetzen. Und ich gehe mal mit meiner Kavallerie scouten. Weil ich habe keinen Pegasus, um das zu machen. Während ich darauf warte, dass meine Holzhacker ein bisschen schneller fertig werden, dass ich zwei von meinen Holzhackern zum Nahrungssammeln abstempeln kann. Gut, hier hinten wäre ein bisschen Wasser, aber ich bezweifle, dass hier Fisch drin ist. Also ja, die Belagerung Trojas ist schon ein bisschen anders als die, die man aus dem Film Troja kennt. Hier sind die Trojaner die Bösen. So, was haben wir hier oben? Eine riesen Goldader. Okay, das heißt, an Gold kommen wir ohne Probleme.
Orthos. Orthos. Wie machen wir jetzt weiter? Erstmal frische Dorfbewohner. Und den Angriff abwehren. Also ja, ich muss da dringend zumachen.